Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von Avorion. Ja, wie ihr seht, der Asteroid mit dem Titan ist weg, habe ich aufgesammelt. Sind wir jetzt besser unterwegs. Jetzt müssen wir gerade überlegen, was wir daraus machen. Schauen wir erstmal durch hier. Dein Schiff ist sehr schwach. Okay, dann müssen wir das verbessern. Wir haben hier unten, habe ich letztes Mal noch gar nicht gesagt hier. Das ist hier die Möglichkeit, dass man hier automatische Steuerung anwählt. Das war hier unser Geschütz, ne? Da kann man halt aktuell jetzt hier angreifen, was man mit der mittleren Maustaste auswählt. Das macht er dann automatisch. Das ist situationsbedingt und das ist spielergesteuert. Ist nur gerade die Frage. 1 ist das Geschütz, 2 ist der Abbaulaser, alles klar. Dann ist das so? Weiß ich gar nicht, müssen wir gerade nochmal reingucken. Ne, 1 sind die Abbaulaser, 2 ist das Geschütz. So, dann will ich das mal ändern, weil ich möchte auf der 1 doch das haben. Auf der 2 dann die Abbau und es gibt auch für Wracks zum Abbauen, dann machen wir das auf 3, damit wir das einheitlich haben. 1 ist immer wichtig, schießen. Ne, kaputt machen. Und wie gesagt, hier kannst du dann das umstellen darauf. Jetzt steuern wir mal gleich einen Asteroiden an, dann seht ihr, was da passiert. Wo ist der nächste? Da ist einer. Ach, hier, guck mal, da sind noch 2, sag schon, Titanbrocken in der Gegend schwebend. Die sammeln wir jetzt nur auf. So, und dann fliegen wir zu dem Asteroiden hier hin. Der hat reichlich. Und dann seht ihr gleich, die Automatik, die funktioniert nicht immer gut. Also beim Abwracken relativ schlecht. Beim Dingens hier geht's eigentlich. Na, der hat Reichweite und wie ihr seht, jetzt schwenkt er automatisch drauf. Ich habe nichts gemacht und die beiden bauen jetzt alleine ab. Das ist eine ganz coole Geschichte, denke ich, weil das Automatisieren ist echt cool. Und ich denke mal, das ist auch nachher dann mit anderen Schiffen so, dass man die ja komplett automatisiert und dann schickst du halt nur noch welche los, die hier das holen, ne? Gut, insgesamt sah unser Schiff eigentlich schon gar nicht mal so schlecht von den Werten aus, ne? Wir haben jetzt Titan, dann müssten wir es gleich ein bisschen aufbauen, sozusagen. Müssen wir mal gucken, was wir da so machen. Ich denke mal, ein Generator wäre ganz sinnig, dass wir mehr Strom haben oder mehr diesen Balken da schneller wieder auffüllen. Energie, es ist nicht Strom, Energie nennt sich das da. Und das Schiff ein bisschen schützen, weil oben steht ja, dass wir ziemlich schwach sind für die Galaxie, ne? Da sollten wir dann dran arbeiten. Gut. Der baut auch übrigens ab, während wir jetzt zum Beispiel hier in das Spielmenü gehen, ne? Also in irgendwelche Einstellungen gehen, wie man hier sieht, ne? So, das ist alles top. Da haben wir noch keine Zusatzteile. Das Schiff ist relativ klein. Der zweite Slot, der fehlt da. Wenn wir den weiter ausbauen, dann wird es vielleicht auch größer. Haben wir noch keine Fracht gesammelt. Hier ist Energie. Okay, wir haben auch relativ wenig benötigte Energie, aber besser immer gut. Okay. Dann gehen wir mal weiter gucken. Was haben wir denn noch so? Galaxiekarte. Hier ist Spielermenü. Da können wir nochmal reingucken. Inventar. Haben wir das noch über, ne? Ja, so sieht das aus mit den anderen. Mission haben wir keine. An der Station kriegt man Missionen. Da muss man meistens Sachen hin und her transportieren. Versicherung ist, glaube ich, immer abgeschlossen, so wie ich das verstanden habe. Spielmenü, den brauchen wir nicht hin. Schiffsmenü haben wir. Ja, der Rest ist jetzt nicht von Belang. So, wie man sieht, ich habe jetzt gerade das Schiff gedreht, dann geht er natürlich weg. Wenn er einen gewissen Winkel nicht erreicht, dann baut er nicht ab, ne? So, hier links am Rand, da sehen wir dann noch Ressourcendepot. Vielleicht sollten wir da nachher mal hin. Wie viel ist denn das hier noch? 2000, okay. Das war ein relativ großer Asteroid, ne? Aber unsere Dingens, sag schon, Abbaugeräte sind natürlich auch nicht die besten. Da gibt es bessere, das ist klar. Die werden wir definitiv mit der Zeit kriegen, ausbauen. Wir können auch gleich zu dem Depot hinfahren. Ich glaube, unten in der Mitte ist das. Da können wir auch gerade drauf schwenken, gucken. Hier, dieses hier, das ist Ausrüstungsdock, da sollten wir dann hinfahren. Oder fliegen. Haben wir ja jetzt ausgewählt. Fliegen wir mal hier, dass wir die restlichen blinkenden Eisenbrocken noch einsammeln. Entschuldigung.
So, weiter geht's. Gut, die sammeln wir noch alle ein. Haben wir sie alle? Ich denke schon, oder? Ne, dahin wackelt auch noch einer. Also, da ist jetzt nur einer. Ob das sich lohnt, die immer anzufliegen, ist fragwürdig, ne? So, da müssen wir hin. Aber wir gehen erst in den Baumodus. Und können jetzt hier ja noch ein bisschen was ausbauen, ne? Sieht ja eigentlich ganz schick aus. Und das Einzige, was mir jetzt hier irgendwo so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, der Anbauplatz fehlt mir irgendwie so, finde ich. So, wenn man hier unten drauf geht, können wir scrollen mit dem Scrollrad. Und da gehen wir mal Richtung Titan. Und hier sieht man, das ist der erhöhte Energiespeicher und das ist der Generator. Den wählen wir mal gerade aus und bauen den hier hinten drauf, oder? Achso, jetzt drehe ich das Rad, das ist falsch. Das wäre schön, wenn es damit laufen würde, ne? Macht's aber nicht. So, und dann würde man den so, wir haben jetzt 318, zu viel will ich auch nicht. Wir machen dann mal diese Breite, den Generator drauf. Das erhöht uns um 82,5 Megawatt. Ich glaube, das ist reichlich mehr, ne? Und dann haben wir hier noch was. Also den Schutz. Der schützt dann unsere Blöcke alle. Und ich glaube, den setzen wir in der gleichen Größe dann nochmal drauf. So, wie ihr seht, ist jetzt alles einmal so aufgeflammt. Und Energiespeicher machen wir hier links und rechts neben. Den erhöhen wir auch. Dieses sagt jetzt, dass der auch geschützt ist dann, ne? So. Das sieht alles ganz gut aus. Ja, ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Was vielleicht noch interessant wäre, was wir ausbauen sollten, ist noch ein Frachtraum, ne? Aber wo willst du den hinsetzen? Das ist die Frage. Ja, müssten wir mal gucken, ne? Blöcke auswählen, den, den und dann verschieben. Kann man die verschieben? Ne, verschmelzen nicht. Warte mal, kann man das wieder... jetzt die Frage... Also, wir wählen mit mittlerer Maustaste, wählst du dann aus. Zentrieren, verschieben. Wo kann ich verschieben? Blöcke transformieren? Ne, das will ich nicht. Ich würde den jetzt gerne verschieben. Das heißt, geht wohl gar nicht, oder? Nee, gut. Ist aber nicht schlimm. Lassen wir so. Wir können das auch, wenn wir die abbauen zum Beispiel, was jetzt einfach Enter drücken, dann ist er weg, ne? Auswählen, Enter drücken, weg. Dann können wir die auch anders setzen. Und ich würde sie jetzt auch ganz gerne anders setzen, weil ich ganz gerne noch ein bisschen Frachtraum bauen würde. Dann nehmen wir aber den Eisenfrachtraum, der hier oben irgendwo ist. Das ist Panzerung, Quartiere, Frachtraum. So, und den würde ich aber auch wieder größer machen. Ach ja, nicht die Mausrad scrollen. Ne, der war es nicht. Weh, ist es. Nein, ist es auch nicht. Der ist es. So, der passt da nicht rein, weil der von der Länge her verkehrt ist. Okay. So passt er da rein. Den würde ich jetzt da bauen. Und auch da nochmal bauen. So, da haben wir einen großen Frachtraum. Die Werte sehen noch ganz gut aus. Ja, Bremsschub ist ein bisschen schwach. Also, wir haben ja auch zwei Dinger weggenommen. Die würde ich jetzt auch gerne wieder dran erbauen. Also, die aus Titan, die halten natürlich mehr aus, haben ein bisschen mehr Effektivität, glaube ich, ne? Lass uns mal gucken, ob wir da uns zwei davon leisten können. Warte, das war jetzt zu hoch. Da ist er. Leistung hängt von Oberfläche ab, erhöhte Rotationsgeschwindigkeit, ne, Widerstandskraft. Ich würde das jetzt gerne verändern. Oder? So auf jeden Fall. So. Und die Höhe war der. Jetzt haben wir gerade eine andere Blickrichtung. Ja, so. Auf der anderen Seite machen wir den genauso hin, aber das wäre vielleicht besser gewesen, wenn er gar nicht. Na komm, so ist schon okay. Gut.
Die beiden sind jetzt aus Titan. Man sieht da nicht ganz viel Unterschied, ne? Ein bisschen vielleicht von der Oberflächenstruktur. Gut. Aber das haben wir jetzt gemacht. Gut, Werte sind gut. Wir haben ja auf jeden Fall mehr Dingens gekriegt. Was man vielleicht machen sollte, ist den unteren zum Beispiel senkrecht machen. So ein Haifisch zum Beispiel, eine aufstehende Flosse, ne? Damit er besser in der Stromlinienform ist. Also wenn wir da noch was nachbauen sollten, dran bauen sollten, dann sollten wir das vielleicht machen. So, Schiff ist gespeichert. Das ist doch schon mal cool. Was sagt er hier? Schiff ist immer noch schwach mit anderen. Ja, ist klar. Aber momentan lassen wir es so. Baumenü gehen wir dann raus und ja, dann das ist ein Ressourcendepot vor uns, ne? Oder? Ja, das wollte ich aber gar nicht anfliegen in dem Sinne. Sondern das Ausrüstungsdock. Was ist das für eins hier? Mobil Turret Merchant. Den lass uns doch mal gerade anfliegen, was der für uns so zu erzählen hat. Der sagt mir jetzt nämlich gar nichts. Kann der uns, ja, wir können ja auch mal gerade hier reingucken, ne? Geht auch, ne? Geschütztürme kaufen. Der hat nur Geschütztürme, wow. Credits. Hier, da seht ihr so ein Doppel-Eisen-Abwrack-Geschützturm zum Beispiel, ne? Die sind dann halt auch ein bisschen besser, ne? 8,4, 10,7. Muss man immer gucken, unten drunter unabhängig zielen, aber weniger Schaden. Das heißt, der arbeitet von alleine. Aber manchmal ist da auch Überhitzen zum Beispiel bei, ne? 5 Schaden an Hülle, Schaden an Stein. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht bei so einem Abbauding, ne? Beim Maschinengewehr ist es wahrscheinlich eher. Ja, der hört sich auch nicht schlecht an, ne? Außergewöhnlich, aber der ist selten. Ich glaube, selten ist besser wie außergewöhnlich. Aber in diesem Fall muss man auch noch gucken, ne? 2,8, Effizienz 29, das ist das, was er aus dem Teil da rausholt dann, ne? Der ist sogar effizienter dann, ne? Und günstiger, 24 haben wir aber nicht, wir haben nur 6. Das würde jetzt bedeuten, wir müssen eigentlich erst die Ressourcen verkaufen. Also wir können das Eisen ja verkaufen. Machen wir vielleicht hier, oder? Machen wir, fliegen wir gerade dahin und verkaufen unsere Klamotten an dem Dock hier. Ah, da oben ist näher. Gucken wir an, dass wir da rankommen, ohne zu crashen. Aber das sollte auch nicht so schwer sein, ne? Und dann fliegen wir jetzt auch gerade vorbei. Man muss auch nicht ganz nah ran, bis 0 ist. So, dann F drücken. Und dann Materialienhandel. So, dann hier auf an Station verkaufen natürlich. Und dann können wir hier 5000 loswerden, ne? Ne, so viel haben wir gar nicht. 5000 ist Vorrat auf der Station, also 4000. Und dann verkaufen wir das und dann haben wir 22.000. Das reicht leider nicht ganz. Für den Bergbaulaser, den wir da gerade hatten. Das heißt, wir suchen uns gerade da noch so einen Asteroiden und arbeiten da nochmal dran, ne? So. Den auswählen. Dran fliegen. Gucken, dass wir nicht crashen. Sollte eigentlich, da kommt das schon von alleine. Dahinter ist noch einer, deswegen sieht das glaube ich so aus. Ja, der baut jetzt in Ruhe ab, ne? Da braucht man dann nichts machen, kann man kurz einen Kaffee trinken und alles ist gut. Und wenn die dann effektiver sind, dann geht's auch. Siehst du, ich muss runterziehen, damit wir das jetzt hier klappt mit dem Abbauen. Hier muss man mal schön gucken, dass man nicht zu schnell drauf zufliegt, damit man nicht reincrasht. Krieg mal ein Gefühl mit der Zeit für. Und man kann ja auch umdrehen und dann wieder zurückfliegen. Das geht ja auch. So, da kommen die beiden wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, näher ran oder so bringt auch nichts. Baut nicht schneller ab oder so. Einzigste, vielleicht werden dann alle auf jeden Fall aufgesammelt. Das könnte sein, dass man da
dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man sofort alle Eisenpartikel da kriegt, die da in der Luft rumfliegen. Ne? Jetzt ist da oben nämlich einer gerade weggeflogen, wie man sieht. Dann braucht man vielleicht nicht nachher dahin. Und dran klatschen ist natürlich auch wieder kaputt dann, ne? So ein dicker Brocken in der Mitte dauert natürlich länger. Man sieht da den Balken, wenn man das ausgewählt hat, wie es abgebaut wird. Klappt, ne? Gut. Ja, dauert jetzt eine Weile länger. Ist halt so. Aber dafür springt gleich auch der dicke Brocken weg. Also ich denke, man sollte zuerst zusehen, dass man einen Rohstoffscanner kriegt, erstmal, ne, der gut ist. Oh, Piraten greifen den Sektor an, von wo? Am Rand sehe ich nirgendwo roten, doch ganz unten sind die roten Rahmen, alles klar. Sollte man sich am Anfang vielleicht überlegen, das mitzumachen. Vorteil ist natürlich, dann kriegst du vielleicht irgendeine Waffe, ne? Das ist so, oder irgendwelche Zusatzteile. Aber das Schiff kannst du verlieren. Stark bist du nicht, steht ja extra oben drin. Muss man dann gucken. Oder man greift relativ spät in dem Kampf ein, weil in der Regel sind hier Korvetten, die da als erstes aufräumen. Und dass man dann zum Schluss nur da eingreift und ein bisschen schaut, dass man was abkriegt. Abwracken kann man in der Regel selber, da braucht man nicht irgendwie derjenige sein, der es zerstört hat. Aber es gibt halt Transporter, die Ware verlieren, die dir dann rechtmäßig nicht gehören. Die kannst du im Menü einstellen, dass du die dann auch einsammelst, ist aber im Endeffekt Diebstahl, ne? So, da sieht man, wie die da schön abbauen. Sind jetzt beide nicht parallel, suchen sich jeweils eine andere Stelle aus. Zieht sich gerade ein bisschen. Ja. Pick, pick macht's dann. Ist schon cool gemacht. Ich glaube, das Geräusch ist das gleiche wie bei Minecraft, oder? So, wenn zwei drauf gehen, geht's auch schneller, wie man sieht. Aber das sind ja jetzt auch Eckteile, ne? Dann sind die sowieso nicht so ergiebig. So. Ich glaube, das war der letzte, ne? Genau. Jetzt müssen wir nur gerade nochmal da fliegen. Wenn wir die beiden Partikel noch kriegen, sind halt dann auch 10 Credits, die beiden zusammen. Ich glaube, sind immer Einzeldinger. So, ach, da unten, oder? Ressourcendepot. Da ist ein Dock. 327, 390. Ja, dann fliegen wir da unten hin. Können jetzt den Booster auch gerade anmachen, dann sind wir eine ganze Ecke schneller. Aber muss man auch aufpassen, dass man da nicht gegen crasht dann, ne? Und dann halt umdrehen und Gegenschub. Geht halt, ne? Schiff ist eigentlich ganz gut zu steuern. So, dann fliegen wir mal ran. Verkaufen noch unsere Ressourcen. Irgendwie 33.000 war das, meine ich, für den Bergbaulaser da, ne? Oder 23, ich weiß es nicht mehr. Gucken wir gleich. Hier draufklicken geht dann schneller, ne? Wir haben 2.000. Ein bisschen sollte man immer vielleicht behalten, weil da kann man auch was mit reparieren, ne? Gut. Jetzt sind wir bei 30.000. Na, ich glaube, der war auch nicht ganz so teuer, ne? Wo war die Theoretstation? Irgendwo am Rand muss die doch zu sehen sein, oder? Also da ist auch eine Station, die... Diese hier. Ausrüstungsdock. Lass uns dahin fliegen gerade. Ist das andere auch weiter? War das ein Reisender? Links kann man reparieren, ne? Und, warte mal, wir machen mal hier ein bisschen schneller. So, man sieht, die Batterien, die wir gekauft haben, sind für das Schiff vollkommen super. Die gehen, wir haben so viel Saft da reingeladen oder laden so viel Saft rein, dass es überhaupt nicht runtergeht, ne? Also da muss man schon gucken, was man macht. So. Dann erscheinen hier die Docks.
So, ein bisschen näher ran. Ach, das ist gar nicht so groß. Ich dachte, das wäre größer. So, 60, 50 Meter. Und docken. Ja, doof ist, dass man immer wieder andocken muss, ne? Wenn dieser... wenn man hier das Fenster schließt, ist der Andock-Modus auch vorbei, ne? Das ist ein bisschen doof. So, jetzt gucken wir mal rein. Hier haben wir einen Geschützturm. Eisenbergbau-Geschützturm, der ist aber nicht so prickelnd. 1,6 Schaden die Sekunde, Effizienz 27. Das war jetzt nicht der, den ich haben wollte. Ja. Der Vierfach-Bolter-Geschützturm, der überhitzt, wie ihr seht. Aber der hat natürlich eine Wumme von Schaden 9,4. Das ist nicht schlecht. Und ja, 100% Schaden noch dazu. Feuerrate ist ein bisschen schwach. Da ist die Feuerrate hoch, dafür der Schaden niedrig. Der kann aber das Schild durchdringen oder hat die Möglichkeit. Ja, gucken sollte man, dass man wahrscheinlich diese hier ja kauft, ne? Und den haben wir ja, glaube ich, in Reserve. Den können wir noch verkaufen, haben wir auch noch Geld, ne? Ich glaube, das war der Schwächere, oder? Müssten wir jetzt mal gerade auf unser Schiff gucken. Jetzt das zu, dann sind wir nämlich raus. Ne, erste Tab war das, ne? Maschinengeschützturm 28 19 9. Jetzt müssen wir erst wieder docken, um da in den Dialog zu kommen. So, und der hat... Warte mal, 28 und der andere war... Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Warte mal, Fenster verschieben geht übrigens auch. Also kann man auch so machen. 2,8. Ach, die sind beide gleich, oder was? 83 Schaden überhitzt. 83 Schaden überhitzt. Okay, dann spielt es keine Rolle. Können wir auch verkaufen. Beide identisch. Waren die unterschiedlich, oder was? Ne, die sind auch identisch. Gut. Ja. Hier haben wir jetzt, seht ihr, wir haben unten das Schiff eben ausgebaut. Ist größer geworden. Wir haben einen Slot mehr gekriegt hier, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zur Tourette-Station kommen. Aber da hinten wird groß gekämpft. Ich sehe jetzt nicht, wo sie ist. Wahrscheinlich eine von denen. Das ist hier ein Riesenfrachter, ne? Güterschiff, ja. So, ich glaube, wir müssen einfach da mal näher ran, um zu sehen. Können aber auch alles Korvetten sein, ne? Na, ich kann sie schlecht auswählen, weil da so viele Asteroiden sind. Das ist alles Korvetten da. Ja. Der andere ist vielleicht schon wieder weg. Fliegen wir einfach mal näher ran. Hoffen, dass wir nicht auf irgendwas stoßen. Ja, ist jetzt nicht irgendwo was zu sehen. Der ist wohl weg. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde aber ein bisschen zwischendurch hier vielleicht noch was abbauen. Bis dann. Tschüss.